Herr Bernmar, wenn Sie sich mal in die Zeit als ganz junger Mann zurückversetzen, bevor Sie selber zur Waffen-SS kamen, was hat diese SS für Sie bedeutet? Was hatten Sie da für einen Eindruck, was das wohl sein kann? Da muss ich ein bisschen ausholen aus meiner Geschichte. Ich bin eigentlich Angehöriger der sogenannten volksdeutschen Gruppe in Kroatien oder damals in Jugoslawien. Wir hatten zwar das Brauchtum gepflegt, aber von der Waffen-SS habe ich zum ersten Mal erfahren, als die Truppe sich 1941 vom Balkanfeldzug aus Griechenland zurückzog und zum Teil beispielsweise bei uns zu Hause Halt machte. Da kamen die Panzerleute vorbei, sie trugen diese schwarzen Uniform, machte großen Eindruck auf uns. Und als Soldaten waren wir von dem begeistert. Mehr kann ich Ihnen eigentlich nicht sagen, meine oder unsere Gedanken über die Waffen-SS. Wir haben auch vorher nichts oder nicht viel darüber gehört. Bleiben wir mal an dem Punkt. Sie haben die da gesehen in den schwarzen Uniformen. Welchen Eindruck haben die denn gemacht? Beschreiben Sie mir das mal. Was besonders aufgefallen war, das war irgendwie das Zackige, das Disziplinierte, Können des Kriegshandwerks. Sie haben da ihre Waffen geputzt und Panzer geputzt und die Ordnung und Disziplin beim Appell. Und irgendwie machte sowas Eindruck auf uns junge Leute. Haben Sie da Gelegenheit gehabt, mit einem mal zu sprechen? Jawohl, wir haben einige zu Hause gehabt, die hatten griechische Zigaretten, Panagopoulos oder sowas hießen die, und haben auch kurz unterhalten. Da habe ich zum ersten Mal auch erfahren, dass die Stadt Beograd damals von einer einzigen Kreuzschützenabteilung von der Leibstandarte erobert wurde. Das war natürlich schon eine großartige Sache. Wie waren die denn so im Gespräch? Was hatten Sie so für einen Eindruck von den Leuten? Die waren ganz normal, die Soldaten. Wir hatten absolut keine Probleme, mit ihnen zu reden, und ganz leger, locker, normal. Warum gab es für Sie sozusagen keine Alternative? Warum musste es die Waffen-SS sein? Die Alternative war deswegen, weil zu der Zeit 1942 Ende, haben wir gehört, man hat uns gesagt, zur Wehrmacht kamen nur Reichsdeutsche mit deutschem Pass. Wir als damals Angehörige des unabhängigen Staates Kroatien von 41 bis 45, wir hatten eigentlich kroatische Pässe, und dann hieß es, Freiwillige dieser Art gehen alle zur Waffen-SS. Nun, da muss ich sagen, als 18-Jähriger interessierte mich die Frage der Staatsangehörigkeit nicht. Und nachdem man uns von Seiten der Volksgruppe nur ein bisschen ermuntert hat, geht zur Waffen-SS, haben wir uns einfach gemeldet. Wie war denn der erste Tag, als Sie in die Kaserne kamen nach Berlin? Können Sie mir das beschreiben, dieses Ankommen und durch das Tor gehen? Das war für uns natürlich, Sie müssen sich vorstellen, wir waren junge Abiturienten. Von dem deutschen Drill, von der Art, wie in Deutschland im Kommiss und Militärdienst gemacht wird, hatten wir keine blasse Ahnung. Wir wurden sofort eines Besseren belehrt, nachdem wir eingekleidet wurden auf die Stuben, und dann dieser Drill, dieses Zackige, dieses Unnachgiebige, dieses, was soll ich sagen, fast Menschenvernichtende hat uns tief getroffen. Das war ein Schock sozusagen. Das war ein erster Schock. Der zweite kam bald darauf hin. Wir wurden sehr stark gedrillt, also die Ausbildung war sehr hart. Gasmaskenübungen nachts aus den Betten, zum Beispiel beim sogenannten Bettenbauen, müssen die Kanten sehr exakt sein. Wenn das nicht der Fall ist, wurde alles runtergerissen, Strafexerzieren. Wir empfanden das als ungerecht und als Schikane. Ich ging dann eines Tages zum Friseur, und er merkte, dass es ein junger Soldat war, sagte, na, wo kommst du her? Da dachte immer, die meisten kamen aus Batschka oder Banat. So, nein, ich komme aus Slawonien. Ja, und wie gefällt's dir? Ja, sag ich, also nicht unbedingt. Und erzählte ihm eben, dass uns diese Sache nicht gefällt. Daraufhin sagte, ich gebe den guten Rat, halt für Zukunft deine Schnauze. Und das war so etwa mein Gelöbnis für die ganze Zeit, nichts mehr sagen.